Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man gut an meiner Wand. Bist du behindert, ist das nicht richtig montiert oder was? Ich bin wieder back in Austria, wie man an meiner Wand schon erkennen kann. Ich habe euch aber trotzdem noch eine richtig feine Sache aus dem Urlaub mitgenommen, entstanden am ersten Tag unserer Reise. Ich will gar nicht mal länger quatschen, guckt euch das an. So Leute, wir sind schon 2 oder 3 Stunden mit dem Auto unterwegs, Luki, oder? Und circa, ja. Wir hören jetzt die ganze Zeit Ö3 und da geht es darum, dass jemand eine Frage stellt und das ganze Land kann mitdiskutieren und seinen Senf dazu abgeben. Die Frage ist momentan, ob wenn man sich in eine Auslandsliebe verliebt hat, ob man dort dann hinfliegen soll und sich mit ihr treffen soll. Ich habe angerufen, sie meinen, sie rufen mich gleich zurück und ich werde dann on-air live im Radio mitdiskutieren und das wird sehr lustig. Ein paar Sekunden später. Also, Urlaubsliebe im Urlaub lassen oder nicht? Der Christian aus Scheiblingkirchen ist jetzt bei uns und der war mal in New York, hat dort eine Kolumbianerin kennengelernt, sich verliebt, richtig? Richtig, unsterblich verliebt habe ich mich. Oh, unsterblich. Okay, dann erzähl gleich weiter. Ja, es war damals ein Burschentrip eigentlich. Wir waren zu 4 Burschen in New York unterwegs. Und wie wir am Abend essen waren, hat ein Cocktail zum nächsten geführt und wir haben dann 3 Mädels kennengelernt und eine wollte mich nicht mehr loslassen. Also die ist mir so durch den Kopf gegangen. Es war aber der Urlaub dann relativ bald vorbei. Wir haben aber entschieden, in Kontakt zu bleiben und haben sehr, sehr viel Video gechattet und irgendwann, ich weiß nicht, da hat es mich überrumpelt, da habe ich einfach gesagt, so und jetzt packe ich meine Sachen und fliege außer zu ihr, nach Kolumbien. Außer nach Kolumbien? Gekostet. Genau, richtig, ja. Und dann haben wir sie getroffen, alles irrsinnige Love Story gewesen. Das Einzige, was halt ein bisschen ja, nicht so super war, ist, dass ich mich bei ihrer mit Herpes angesteckt habe. Mit Herpes angesteckt, mit Herpes, Herpes, Herpes. Aber habe ich dann auch irgendwie überwunden. Und das, ja, das geht ja. Weg, ja. Ja, nein, Herpes hast du leider immer. Also das ist, wenn du das einmal hast, das kriegst du nicht mehr weg. Ja. Naja, das sagt immer. Okay, aber Christian, genau. was heißt das jetzt? Seid ihr noch zusammen, mittlerweile verheiratet oder getrennt? Naja, wir führen eine Fernbeziehung und seid ihr am Wochenende, oder? Genau, am Wochenende fliege ich im Ausland nach Kolumbien. Nein, Spaß. Wir sehen sie halbjährlich, fliege mal raus, jetzt kommt die bald einmal noch zu mir nach Österreich raus, ich sage ein bisschen das Ländle bei uns, gell? Und ja, das ist bei uns eigentlich. Aber ihr seid also, zusammen oder seid ihr halt einfach Leute, die sich kennen und ab und zu Spaß haben? Na, wir sind schon zusammen, aber ja, wenn ich jetzt da unterwegs bin mit Freund und ich lerne eine kennen, dann sage ich nicht nein. Ich meine, sie soll jetzt nicht wissen, sie hört eh nicht den österreichischen Sender, aber sie ist ja. Christian. Die App kannst du auch in Kolumbien runterladen. Achso, Rekadeutsch, okay. Na, okay, abgesehen und indiskrete Frage, Gabi, wirklich. Leid, aber. Naja, ist naheliegend. Naja, du kennst den Christian ja nicht so gut, jetzt nur über das Telefon. Also. Doch, da ist eine Connection da. Ah. Ja, das finde ich auch. Ja. Er hat aber, mit mir mal was trinken gegangen. Hallo. Er hat aber eine Freundin, die ist in Kolumbien, also bitte. Ja, ich weiß von nichts. Okay, also du sagst aber auf jeden Fall, ja, man soll die Gelegenheit beim Schopf packen, soll einfach dorthin fahren, wenn es einen denn das Gefühl dorthin treibt. Richtig, aber immer verhüten. Gut. Das war noch ein absolut wichtiger Nachsatz. Vielen Dank für die Aufklärung, Christian. Mach's gut. Ja, und jetzt geht's um Ihre Geschichte. Die wichtigsten Facts, die haben wir jetzt schon geklärt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es hat super gut funktioniert. Die Moderatoren waren etwas perplex. Solltet ihr das Video jetzt sehen, dann liebe Grüße von Maximilian an euch. Ihr wurdet geprankt. Das war der Prank, Freunde. Live-Moderatoren verarschen. Kann man als Ex-Moderator schon mal machen, finde ich. Ganz, ganz wichtige News, Freunde. Wir haben heute Freitag, das sieht man da auch an mein Ohr, da steht Freitag um. Das heißt, das Video kommt auch heute. Ihr schaut dieses Video kurz bevor ich es aufgenommen habe. Morgen ist Samstag. Und sollte jemand von euch mich mal persönlich treffen wollen, ich bin morgen mit Anita Girlytainment und einfach Andrea in der Marx-Halle in Wien beim 4 Game Changers Event. Dort auf alle Fälle vorbeischauen. Wir sind vor Ort, machen natürlich sehr, sehr gerne Selfies mit euch und haben natürlich auch Zeit, ein bisschen mit euch zu quatschen. Und dort wird natürlich auch was gedreht. Das ist eh klar. Für was bin ich sonst dort?
Leute, schaut noch bei meinem letzten Video vorbei. Unbedingt abchecken, das verlinke ich hier. Wer es noch nicht gesehen hat, Klippenspringen mit Luki war richtig fein, da waren wir noch an der Küste Algarve. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr von diesem Format haben wollt, Telefonpranks, auf jeden Fall ein Like da lassen. Ich freue mich, Freunde, bis zum nächsten Video, euer Maximilian.